Aua. Aua, habe ich gesagt. Aus. Pfui. Hallo? Nimm dich vor den Ghulen in Acht. Ja, das sage ich hier die ganze Zeit schon. Hey, du da. Komm her. Ja, bin da. Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus, hab ich recht. Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. Jo, in Ordnung. Abgemacht. Gut. Dann machen wir jetzt das hier. Es ist kein Leichenfresser. Beschützen. Ja, das kriegen wir hin, oder? Okay, das sind die ersten. Na, wo bist du? Aua. Okay, Okay, das war jetzt ein bisschen sehr knapp. Scheiße, ich habe auch nichts mehr so richtig. Da hinten sind sie schon wieder. Aua, lass das. Komm her zu mir, komm. Na komm. Jetzt ist schon wieder mein Schwert im Arsch. Na komm. Die Frage ist halt nur, wie viele Ghoul-Angriffe muss ich die beschützen? Das ist halt die Frage, ne? Und warte mal kurz, Quen. Oha, Moderhaut. Stimmt, sie zerplatzt ja. Aua. Lass das, habe ich gesagt. Töte uns nicht! Sie werden immer stärker, Alter. Aua. Rennt um euer Leben. Du? Ja, ich. Was? Oh, sind wir fertig. Super. Gott sei Dank. Halleluja. So, mal schön aufsammeln hier alles. Gut. Dann würde ich sagen, wieder falsches Menü, immer falsches Menü. Dann würde ich sagen, wir, ja, schlafen mal kurz eine Stunde. Also meditieren. Super. Gut. Gute Arbeit, Hexer. Dankeschön. Hier ist der Lohn für deine Mühen.
Das kriege ich. Mein Rückgrat bricht gleich in zwei. 50, okay. Wie viel Kohle? 50. Naja, okay. Für den Anfang nicht schlecht. So, wir haben ein kaputtes Schwert. Geselle, was macht Geselle? 40%. 15, Anfänger. Ja, dann mache ich dort das hier. Gut. Die Leichenfresser sind unterwegs. Jetzt der Hunger. Der Sensenmann muss großen Spaß haben. Ich brauche, was brauche ich denn? Hexaufträge, das hier brauche ich. Müssen wir hier rüber. Sonst kommen wir mit den Quests durcheinander. So, da. Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie dran gekriegt? Es war keine Bestie im Wald. Nur Elfen von einer Bande Skoyatel, die über die Transporter hergefallen sind. Hier, ihre Eichhörnchenschweife. Skoyatel, sagst du? Und ich dachte, wir hätten dieses Pack endgültig ausgerottet. Und dass die übrigen Anderlinge zu Verstand gekommen wären. Tja. Offenbar müssen wir sie nochmal beruhigen. Eine Liste aller Langohren im Umkreis erstellen und dann jeden Zehnten aufknüpfen. Das müsste reichen. Ja. Ganz bestimmt. Ich sehe, wir verstehen uns. Du bist ein guter Mann. Hier, das versprochene Gold und der Passierschein. 30 nur? Leck mich am Arsch, Alter. Erinnert ihr euch an sehr Geleitbrief. Juhu! Wenn du alle Öffnungen mit Knoblauch zuschubst. So. Ah, du schon wieder. Willst du einen Schein? Ich mach dir einen Sonderpreis. Ich habe ihm aber schon geholfen. Und was ist dein Angebot? Ich bin deinem Schwager nämlich schon begegnet. Er und seine Männer können in Frieden arbeiten. Na schön, das ändert alles. Ja, und wie viel dann? 25? Schon besser. Ja, dann. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Das ist wahrscheinlich eh. Dieses Schreiben gewährt dem Inhaber das Recht, den Ponta und seine Nebenflüsse zu überqueren, ohne sich an Blockaden oder anderen Hindernissen aufhalten zu müssen. Wer sich diesem Recht widersetzt, muss sein gesetzwidriges Handeln aufgeben oder soll es bitter büßen. So spricht König Radovid V., der Gestrenge, der wahrlich zu beschäftigt ist, um Trivialitäten wie diese königlich zu besiegeln. Ah ja. Mhm. Na los, mach, dass du weiterkommst. Du verscheuchst mir die Kunden. Mhm. Klar. Groß wie ein Haus mit riesigen Hörnern. So, was haben wir denn noch für Quests? Hauptquests, Nebenquests, Wildes Herz, sprich mit dem Jäger namens Nilen. Während Geralt durch das schattige Dorf Schwarzzweig streifte, stieß er auf eine Nachricht. Darin hieß es, dass ein Jäger namens Nilen Hilfe bei der Suche nach seiner Frau brauchte. Das können wir eventuell noch machen. Ja, das ist viel zu viel. 33, das ist, vergiss es. Hauptquests, mehrere Orte. Die Nilfgaardische Verbindung suche in Heidefeld nach dem Agenten namens Hendrik. Das ist 16, das ist 10. Scheiterhaufen, besuche Triss in ihrem Haus. Nee. Da machen wir kurz noch die Nebenquest. Wildes Herz. Wir machen mit den Hexen kurz einen Prozess. Und dann bist du kannst versuchen, sie einzuführen, aber das schaffst du nicht. Ich mache mit dir auch gleich kurzen Prozess. Brauchst auch keine Sorge dann mehr haben. So, jetzt habe ich nur eine Frage. Wenn ich darüber muss, wo muss ich denn da überhaupt hin? Ach du Scheiße. Darüber. Dann könnte ich ja eigentlich rein theoretisch mit meinem Pferd mit... Scheiße, da gibt's wieder nichts. Gut, hier das Fragezeichen machen. So, wir folgen mal dem, dem Weg. Und dann, nun ja, über das, was ist hier denn? Ihr braucht irgendwer Hilfe anscheinend.
Und die Grafik muss erst nachladen. Oha, that's it. Oh. Ah, jetzt ist die Grafik nachgeladen. Super. Kommt raus, ich tue euch nichts. Wann hast du zuletzt was gegessen? Vor einer Woche. Ein halbes verkohltes Eichhörnchen und eine Handvoll Beeren. Okay, warum seid ihr nicht bei euren Eltern? Was macht ihr hier alleine? Wo sind eure Eltern? Die Schwarzen haben sie getötet. Aber manche von uns wurden auch so rausgeworfen. Zu viele Mäuler zu stopfen, hieß es. Gold? Was machen die mit Gold? Hier, teile es mit den anderen. Danke. Hier, für dich. Weil du nett bist. Oh. Ja, eine Puppe habe ich bekommen. Oh, süß. Oh, Mensch. Oh, hallo. Im Tierpelz. Beste Ariums-Eintrag hinzugefügt. Sie drangen in die Hütte ein und begannen mit der Durchsuchung. Zuerst besahen sie ein Bett. Sie fanden trockene Zweige, ein erster Hinweis, denn Werwölfe kehren nach einer Jagdnacht im Morgengrauen zurück und an den Pfoten tragen sie die Reste des Waldes. Den zweiten Hinweis fanden sie unter dem Bett, einen Wolfspelz. Sicher hatte der Werwolf sich damit bekleidet, als er sich bei Sonnenuntergang verwandelte und ihn wieder abgelegt, als er am folgenden Morgen zum Manne wurde. Mit diesen starken Indizien beendeten sie die Überlegungen und begannen mit der Jagd. Sie schworen, den Lykanthropen zu finden und in Silberketten zu legen. Okay. Herausgerissene Seite, Werwolf-Absud. Werwölfe. Nein, meditieren will ich nicht. Werwölfe, Werwölfe, verfluchte Wesen. Werwölfe. Werwölfe sind nicht so bösartig, wie man sagt. Werwölfe hingegen sind noch viel bösartiger. Elsa Wilge, Schützin. Werwölfe sind teils Menschen, teils Wolf. In der Tierform dominieren die schlimmsten Eigenschaften beider Wesen. Der Tötungstrieb des Wolfs und seine Gier nach rohem Fleisch, dazu die grausame, berechende Intelligenz des Menschen. Werwölfe sind das Ergebnis von Verfluchungen. Die Verwandlung vollzieht sich außerhalb ihrer bewussten Kontrolle. Wenn sie wieder zu Menschen werden, erinnern sie sich nicht an ihre Taten. Wenn sie es täten, würden sie den Verstand verlieren oder sich umbringen. Werwölfe sind nachtaktiv, vor allem bei Vollmond. Sie jagen zwar alleine, doch bei Gefahr rufen sie Wölfe zu ihrem Schutz herbei. Fliehen müssen sie freilich selten, da ihre Gegner in der Regel rasch besiegt sind. Sie schlagen mit rasiermesserscharfen Klauen blitzschnell zu und regenerieren Verletzungen innerhalb weniger Augenblicke. Vor Kämpfen gegen Werwölfe sollten Hexer Klingen mit Ölen gegen verfluchte Kreaturen überziehen. Außerdem sind genügend Teufelsbovisten bereit zu halten. Bisweilen lässt sich der Fluch, unter dem ein Werwolf steht, brechen. Doch dazu gibt es keine narrensichere Methode. Hexer mit einem solchen Vorhaben sollten daher viel Geduld mitbringen und eine zähe Rüstung. So wirksam im Kampf Mondstaub, eine Bombe, Teufelsbovist-Bombe, verfluchten Öl und Igni. Und dann haben wir noch, wunderschön, Ulfhedin. Ulfhedin, was ist denn das? Ein Fisch? Professor Atribis, Johannes Rack, Geograf, seit einer Vermessungsexpedition auf Skellige verschwunden. Ulfhedin sind eine vorwiegend in Skellige zu findende Unterform der Werwölfe. Die rauen Bedingungen auf den Inseln erklären vielleicht, warum sie vorwiegend Menschen jagen und stärker als ihre Brüder auf dem Festland sind. Ältere und besonders gefährliche Ulfhedin werden Worefs genannt. Bisher ist es nur wenigen Waghälsen auf Skellige gelungen, einen Ulfhedin zu besiegen und bis heute wird jeder von ihnen in Balladen als Held gesungen. Wie Werwölfe sind Ulfhedins und Werofs nachtaktiv, vor allem bei Vollmond. Sie sind schnell, stark und verblüffend zäh und sie töten mit verstörender Leichtigkeit. Man sollte Silberklingen und Teufelsbovisten gegen sie einsetzen. Außerdem ist zu beachten, dass Ulfhedins, die dem Tode nahe sind, besonders gefährlich werden und mit doppelter Wut angreifen. Ferner rufen sie Wölfe zur Hilfe herbei. Und wieder wirksam im Kampf Mondstaub, Teufelsbovist, verfluchten Öl und Igni.
Ah ja, gut. Jetzt wissen wir das auch, was das sind. Gut, hätten wir das auch besprochen. So, ja, die Kinder haben hier noch ein bisschen was. Zwergenschnaps und Wasserflasche. Hier noch ein paar Kräuterlis, die wir ihnen wegnehmen. Also wegnehmen unter Anführungszeichen. Grow. Dann haben wir hier noch was. Ich glaube, das brauchen sie eh nicht. Lederbänder, nö. Was haben wir hier noch? Noch ein Zwergenschnaps. Ich glaube, das ist ein Zwergenschnaps, also, ne. Schwalbe, Schwalbe. Gerösteter Hund? Da hatte aber jemand verdammten Hunger. Oh ja. Und zwar die armen Kinder. Die nur einen Becher haben, unter Anführungszeichen. Im Haus. Und ein rostiges Buttermesser. Naja, gut. Gut, meine Kinder, dann macht's das gut, derweil. Ja, Plötze. Wo bist du? Da bist du, Plötze. Wir müssen weiter. Tschüss, Kinder. Passt auf euch auf. Was man hier so alles sieht oder erkundet, also wenn man mitbekommt, wenn man durch die Länder reist, das ist schon arg. So, und wir müssen jetzt da hier rauf und hier rüber. Ja, was denn Plötze? Da rüber mit dir. Oh, was ist das? Zeig mir, was du zu bieten hast. Nee, lieber nicht. Brauche ich nicht. Ja. Ah, jetzt stimmt der Ton schon wieder nicht. Aua. Lass das. Also der hat schon irgendwie leichte Probleme. Wo kommst denn du her auf einmal? Nein, nein, passt schon. Tschüss. Vor allem das Problem hierbei ist... Das ist das alchemistische Rezept. Oh, cool. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass größtenteils, ja... das Nachladen, sage ich jetzt einmal, irgendwie nicht funktioniert. Weil, ja, das funktioniert ja zum größten Teil wirklich nicht. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe nämlich nebenbei den Taskmanager offen und rein theoretisch, ja, von meiner 8 GB RAM sind gerade mal 5,70 GB in Verwendung. Und meine CPU ist so um die 60% nur. Also, ja. Keine Ahnung. Warum, weshalb, wieso. So, rein theoretisch könnten wir hier das Fragezeichen machen. Dann hier rüber schwimmen. Die hier, das hier und... Oh ja, machen wir mal kurz das Fragezeichen hier. Das ist ja gleich ums Eck. Weiter so, Plätze. Das ist ja eigentlich gleich ums Eck hier. So, was haben wir hier Schönes? Keine Ahnung, ob das dazugehört. Ich glaube, das gehört nicht zum Fragezeichen dazu. Seht ihr zum Beispiel wie mit der Minikarte hier? Die wird einfach nicht nachgeladen. Und ich habe keine Ahnung, warum. Bewachter Schatz. Ja, von wem? Oh, von einer Sumpfschrulle, Level 15. Ich glaube, die ist noch ein bisschen zu stark für uns. Neckar. Tschüss.
Ich drücke mal F5 und schau mir das Spielchen hier noch einmal kurz ein bisschen an. Nur wenn das jetzt da, oder wisst's was, Freunde, ich mach's anders. Ich reite jetzt einfach dorthin, wo wir hin müssen. Und dort mache ich dann eine Aufnahmepause. Und das mag der Plötze nicht. Ruhig, Plötze, du schaffst das schon. Komm, Plötze, hier noch runter. Perfekt. Und hier noch, perfekt. Super, gut gemacht, Plötze. Hast du gut gemacht. Was haben wir hier? Langsam. Schon von den kranken Schwarzen gehört, die nach Temerien geschickt werden? So ist gut. Sollen ganze Dörfer bei Vysima infiziert haben. Die Kranken wurden aufgeschlitzt, als sie noch geatmet haben. Lass sie nicht hungern. Nur die Götter werden das nicht ungesühnt lassen. Niemals. Okay, irgendwie so ein Gebetstempel oder irgendwas, okay. Ja, gut, okay, warum nicht? Wir müssen mal den Jäger namens Nilen suchen. Nein, hier rüber. Ich glaube, ich muss mal meinen Computer neu starten. Das hatte ich schon seit 7 Tagen nicht. Der rennt ja schon seit 7 Tagen und 3 Stunden durch. Vielleicht liegt es daran. Man weiß es ja nicht. Man munkelt nur so hin und wieder. Ah, Banditenlager, okay. Mhm. Ja. Wieder mal kein Schlag zu hören. Okay, den muss ich als erstes wegmachen. Oh, das war's schon. Jut, okay. Dankeschön. Oh, boah. Boah, schreck mich nicht so, ey. Scheißdreck. Ja, wie ihr sehen könnt, das ist, ja. Alles gut. Alles gut. Hier ist alles so, wie es sein sollte. Naja. Wie gesagt, wir machen gleich eine Pause. Und dann hoffe ich halt einmal, dass das Spiel dann wieder normal rennen sollte. Also sollte normal dann sein wieder. Ja, Plötze. Komm, dreh dich um. Wir müssen weg von hier. Und weiter. Weiter im Galopp. Hier rüber. Und hier ist auch Nilen schon. Da ist Nilen. So, meine Freunde, dann würde ich mal sagen, wir machen eine kurze Aufnahmepause. Speichern kurz hier und dann würde ich sagen, ich starte meinen Computer neu. Und ja, entweder nehme ich dann weiter auf oder... Ja. Kommt schon von allein. Will der Baron nicht eine neue Tochter? Ich könnte ein paar entbehren. Ich habe einen Sohn übrig. Söhne sind besser. Ja. Stärker. Ja. Gut. Wir machen hier eine kurze Aufnahmepause. Ich tue meinen Computer neu starten und entweder nehme ich dann gleich weiter auf oder in den nächsten paar Tage. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen wieder. Dieses Wolkengusses haben die Mücken gestochen. Ja, genau. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Aufnahme wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.